Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Ich habe mir ja letztens ein kleines Mikrofon zugelegt und das hat auch einen Grund. Denn ich dachte mir, ich lasse euch einfach noch ein bisschen mehr an meiner Gedankenwelt teilhaben und mache ein bisschen mehr Real Talks. Von daher rede ich über ganz viele verschiedene Themen. Falls ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir die auch super gerne in die Kommentare. Dann gehe ich darauf super gerne ein oder irgendwelche Fragen auch zu Amerika, was auch immer. Die Kommentare sind euch immer offen. Ich dachte mir einfach, ich mache so ein Sit-Down-Talk-Video, so eine Art Podcast, ohne dass es wirklich ein Podcast ist, einmal die Woche und erzähle euch einfach von meinem Leben, von meinem Volleyballerinnen-Dasein, von meinem Weg dahin, ganz viele verschiedene Themen, die auch so mit Mentalität zu tun haben, Kindheitsträume, große Träume, kleine Träume, was auch immer. Und das möchte ich gerne jeden Donnerstag hochladen. Da war Felicia ein bisschen übermotiviert. Wir machen jeden zweiten Donnerstag. Da kommt dann eine neue Folge von dem Format online. Und ja, das war meine kurze Unterbrechung. Von daher jetzt weiter im Text. Zusätzlich zu meinen normalen Videos. Denn ich denke, das könnte super interessant sein. Und für alle OGs, ihr wisst, ich hatte schon mal einen Podcast. Während der Pandemie war mir ein wenig langweilig. Und ich dachte mir, komm. Fangen wir mal einen Podcast an, weil so Gesicht zeigen und YouTube, das war es noch nicht so ganz, das hätte ich mich nicht getraut. Aber ich wollte irgendwie was zu tun haben, irgendwie ein bisschen kreativ sein, irgendwie meine Geschichte teilen. Ich glaube, das ist schon immer das gewesen. Ich inspiriere super gern Leute, ich helfe gern Leuten. Ich helfe auch Leuten super gern in der Schule oder beim Training. Ich erkläre gerne Sachen und ich freue mich immer so daran, wenn die dann den Erfolg sehen. Und ja, deswegen habe ich so gedacht, komm, das machen wir nochmal, weil das hat mir eigentlich sehr viel Freude bereitet, aber dann hat es mit der Zeit nicht so ganz gereicht. Aber jetzt habe ich ein wenig Zeit und ich finde, ich habe hier auch einen ganz schicken Hintergrund und kann mich hier ganz gemütlich hinsetzen und ganz entspannt mit euch reden. Und natürlich würde es mich voll freuen, wenn euch die Videos auch gefallen. Das werden wir dann sehen. Aber für alle, die neu auf dem Kanal sind, die mich noch nicht kennen, ich bin Felicia, ich bin mittlerweile schon 22 Jahre alt, crazy. Ich bin seit 1,5 Jahren in Amerika, um am College Team Volleyball zu spielen. Und hier habe ich vor allem die Möglichkeit, auch Beachvolleyball im College zu spielen. Als ich diese Möglichkeit gehört habe, dachte ich mir nur so, da muss ich hin. Denn Beachvolleyball war eigentlich das, was ich immer machen wollte. Aber aufgrund der Gegebenheit in Deutschland ist es halt einfach ein bisschen schwierig. Ich denke, ich mache nochmal ein extra Beachvolleyball-Video. Und ja, ich wollte immer Beachvolleyballerin werden. Ich wollte tatsächlich zu den Olympischen Spielen vom Beachvolleyball. Deswegen habe ich angefangen mit Volleyball. Natürlich Olympische Spiele, bisschen groß gegriffen. Ja, und dann musste ich aber erstmal in die Halle. Halle war am Anfang so Mittel zum Zweck. Ja, gut, musste ich halt hin, sonst kann ich kein Beachvolleyball spielen, denn so einfach ins Beachvolleyballtraining einsteigen geht so nicht. Und ja, somit bin ich in die Halle und war da trotzdem super motiviert und ehrgeizig, denn ich wollte ja unbedingt Beachvolleyball spielen. Ich wollte zu den Olympischen Spielen. Das war mein Antrieb, das war meine Motivation. Und ich war so ein bisschen so Quereinsteiger. Alle konnten schon Aufschlag von oben. Alle wussten schon, um was es geht. Und ich habe mir sehr viele Sachen selbst beibringen müssen. Und habe dadurch aber voll viel gelernt, denn mein wirkliches Talent ist, glaube ich, dass ich sehr gut zuhören kann und sehr schnell Dinge umsetzen kann, die mir gesagt werden, ohne dass ich irgendwie Angst habe, dann erstmal einen Fehler zu machen. Ich versuche das dann einfach und ja, ich denke mal, das hat mich recht weit gebracht. Ansonsten zu meiner Volleyballlaufbahn. Ich habe so ungefähr vor 10 Jahren angefangen, wie gesagt, inspiriert durch die Olympischen Spiele. Ich habe damals Olympische Spiele geschaut, meine ersten Olympischen Spiele und da haben Brink Reckermann eine Goldmedaille im Beachvolleyball geholt und mein Vater hat zwar früher Volleyball gespielt, aber so wirklich daran interessiert war ich nicht, war eher so dieses Mädchen, was Angst vor Bällen hatte, das lag mir nicht so ganz, aber ich fand das so toll. Boah, hat mir das gut gefallen. Ich habe mir dann so eine richtig schnelle, schicke Sonnenbrille gekauft für 10 Euro beim Supermarkt und wir haben dann angefangen, Ball über die Schnur am Strand zu spielen und ich wollte unbedingt Beachvolleyball spielen. Also hat meine Mama total viel rumtelefoniert, hat geschaut, wie können wir Beachvolleyball spielen und es hieß dann am Ende, okay, du musst in die Halle. War ich nicht ganz so begeistert von, aber trotzdem hochmotiviert, denn ich dachte mir, okay, wenn ich das ein paar Jahre mache, kann ich Beachvolleyball spielen. Und ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, Beachvolleyball wird ein bisschen schwierig, ohne wirkliches Training und auch meine Größe. Ich bin leider nur 1,60. Natürlich, man kann da was ausbalancieren, aber für Olympia, das wird wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren. Trotzdem habe ich den Traum von Olympia nicht so ganz abgeschrieben. Olympia ist trotzdem immer noch meine Inspiration, aber ich denke mal, ich werde in einer anderen Rolle zu Olympia kommen, vielleicht als Trainerin, als Volunteer, als Journalistin, was auch immer, aber ich werde mir diesen Traum von Olympischen Spielen auf jeden Fall erfüllen. Nicht jetzt, aber irgendwann und da bin ich mir ganz doll sicher, denn das ist so ein großer Traum, der irgendwie mit diesem ganzen Sport verbunden ist.
Aber dann bin ich irgendwann zu meinem Heimatverein gewechselt. Ja, komisch, dass ich das so sage. Mein Heimatverein ist für mich der Verein, wo ich am längsten war, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und die hatten ein Zweitligateam. Und für mich war das so, okay, irgendwann mal zweite Liga spielen, so eine Halle. Ja, das wäre schon das große Ding. Und deswegen ist zweite Liga irgendwie in meinem Kopf geblieben. Und alles, was darüber hinaus am Ende geht, ja gut, nehme ich natürlich. Aber jetzt erstmal ist das so mein Ziel. Ich glaube, das habe ich auch noch nie irgendwie geteilt, weil ich weiß, dass der ein oder andere mich dafür belächeln wird, denn ich war nicht immer die Beste und bin es auch immer noch nicht. Ich würde sagen, ich habe nicht das größte Talent. Ich würde sagen, ich habe einfach nur sehr viel Disziplin und ich bleibe einfach dabei und ich arbeite super hart. Und dann kann man das fehlende Talent auch so ein bisschen ausgleichen, meiner Meinung nach. Und ja, somit bin ich dann in die USA gekommen, denn irgendwann wollte ich Profi-Volleyball spielen. Als ich den Traum von Olympia so ein bisschen mehr in den Hintergrund geschickt habe, dachte ich mir, aber in der Halle, da haben wir Chancen. Das kriegen wir hin, auch mit der Größe. Und ja, so ging es dann für mich nach Amerika. Hier bin ich. Und hier konnte ich jetzt tatsächlich wieder Beachvolleyball spielen, nachdem mir in Deutschland gesagt wurde, nee, du bist zu klein, das wird nichts. Und diese Möglichkeit musste ich natürlich annehmen und bin super happy, dass ich diesen Traum einfach nochmal erleben darf. Jeden Tag zum Beachvolleyballtraining laufen. Wo bin ich eigentlich? Das ist mega. Also da kann es noch so blöd hier drüben sein. Beachvolleyball macht einfach meinen Tag besser und bin so froh, dass ich das noch machen darf und ich werde das natürlich sehr vermissen, wenn ich irgendwann nochmal die Chance bekomme, Beachvolleyball auf hohem Niveau zu spielen. Natürlich bin ich da dabei, aber ja, hier diese Möglichkeit nochmal zu haben, macht mich auf jeden Fall super glücklich. Falls ihr irgendwas nicht so ganz versteht, weil ich einfach so aus meinem Kopf heraus erzähle, dann, wie gesagt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich gehe darauf dann gerne nochmal ein. Und ja, das so zu meiner Volleyballlaufbahn. Aber natürlich, neben dem Volleyball bin ich auch ein ganz normales Mädchen. Ich male gerne, ich lese super gerne, ich gehe gern shoppen, auch weil ich nicht gern Geld ausgebe. Also, ich gehe dann shoppen, also ich schaue mir dann die verschiedenen Sachen an. Aber ja, also wirklich gern Geld ausgeben tue ich dafür nicht. Ich bin so ein kleiner Schwabe, das habe ich definitiv von meinem Papa. Und ja, ansonsten bin ich gern sportlich aktiv, allerdings muss es so anspruchsvoll sein, dass ich nicht merke, dass es anstrengend ist. Ich weiß, das hört sich sehr kontrovers an und darauf werde ich nochmal eingehen. Aber Volleyball ist deswegen perfekt. Das ist technisch anspruchsvoll. Da merke ich nicht, dass es anstrengend ist, weil ich mich so auf die Technik konzentrieren kann. Und ja, deswegen, ich fahre super gern Wasserski, ich spiele gern Tennis, ich fahre gern Ski. Ich mache eigentlich alle möglichen Sachen gerne. Ich gehe gerne raus, gehe gerne spazieren. Ich bin auch gerne in der Natur. Boah, das meiner fünfjährigen Felicia gesagt, ne, dass ich das irgendwann mal mag, die wäre richtig sauer geworden. Spazieren gehen und Natur, beides ganz, ganz, ganz unten auf der Liste. Also spazieren gehen fand ich als Kind wirklich richtig, richtig ätzend, weil die Erwachsenen haben sich immer unterhalten, man musste immer so viele Schritte laufen und ich habe den Sinn dahinter überhaupt nicht verstanden. Ich erinnere mich noch, ich war einmal bei meiner Patentante zu Besuch. Ich glaube, da war ich so fünfte Klasse und sie so, ja, wir können ja einen Spaziergang machen und ich so, Spaziergang? Bis ich mich gerade veräppeln, alles, was ich im Kopf hatte, ich gehe jetzt hier schön in Berlin shoppen. Und den Charme vom Spazierengehen habe ich überhaupt nicht verstanden. Mittlerweile verstehe ich das natürlich sehr. Man kann sehr viel reden und ich rede sehr gerne. Und ja, ich bin sehr gerne unter Menschen, die ich kenne. Ja, ich bin an sich einfach nicht gerne alleine. Und ja, schwimmen tue ich auch super gerne. Alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hat, eigentlich. Also Surfen, Wasserski. Also normales Surfen habe ich noch nie ausprobiert. Ich rede von Windsurfen. Vielleicht sollte ich mal Kitesurfen ausprobieren, aber irgendwie, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu schnell. ja, genau, das mache ich so in meiner Freizeit ganz gerne. Ja, ich denke, beim nächsten Mal werde ich euch mal meine Geschichte erzählen, wie ich zum Volleyball gekommen bin. Ich meine, das habe ich ein bisschen angeteasert schon. Und wie ich es dann auch hier nach Amerika geschafft habe. Ich denke, das könnte für viele auch interessant sein. Vielleicht mache ich dazu aber auch eher nochmal so ein Recherchevideo, was dann an einem Sonntag online kommt und nicht so ein Talkvideo, weil hier möchten wir ja eher so eine entspannte Runde haben und so über Gott und die Welt sprechen, über unsere Träume, über unsere Ziele, wie wir Sachen erreichen können. Und ja, wie ich hier hingekommen bin, kleiner Teaser, es hat auf jeden Fall sehr viel Schweiß, Tränen, Verzicht, Verzweiflung gekostet. Denn es war auf jeden Fall nicht immer einfach. Mein Weg war sehr steinig und nicht der typische Weg. Und ich musste sehr viele Umwege nehmen und das ist auch okay. Und Volleyball hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin und dafür bin ich mega dankbar. Ich habe mega viele Menschen auf dem Weg kennengelernt, konnte mit mega vielen Trainern zusammenarbeiten.
Und ich denke, das erweitert irgendwie auch die Perspektive. Ich denke, ich kann aufgrund von meiner Geschichte total viele Kinder und junge Erwachsene motivieren, an ihren Zielen und Träumen festzuhalten. Denn mein Weg war auf jeden Fall nicht immer einfach und auch nicht der Weg, den die meisten Leute gehen. Aber am Ende kommt man auch mit kleineren Schritten irgendwie ans Ziel. Und dadurch denke ich, dass ich da einfach sehr viel weiterhelfen kann und vielleicht eine kleine Motivation sein kann, nicht aufzugeben und weiterzumachen, obwohl es alles ein bisschen aussichtslos erscheint und man nicht die Gegebenheiten hat, die andere haben. Und das natürlich besonders bezogen auf die Sportwelt, aber sind wir mal alle ehrlich, wir alle haben auch andere Träume und im Endeffekt haben die alle was gemeinsam. Im Endeffekt muss man ein bisschen dafür arbeiten, man bekommt nicht einfach so die erfüllt, indem man so Schnips macht und plötzlich ist alles da, was man sich wünscht. Und so habe ich es am Ende hierher geschafft. Für alle, die meinen Kanal kennen, also ich bin in Kalifornien, ich bin auch gerade in Kalifornien, das hier ist mein kleiner privater Space, also nicht wirklich privat. Ich teile mir ein Zimmer mit einer Teamkollegin und die ist auch super nett, von daher ich bin sehr happy, sie schläft da drüben. Und ja, die hat aber gerade Klaas. Und ja, falls du irgendwie noch mehr über mich wissen möchtest und über Amerika, schau super gern meine Vlogs oder meine Live-Updates oder was auch immer. Einfach alte Videos. Ich denke, da bekommt ihr ein ganz gutes Bild. Aber im Laufe der Zeit von diesem Talk-Format werdet ihr mich auf jeden Fall eh noch ein bisschen besser kennenlernen, weil ich erzähle einfach sehr viel und ich denke mal, da bekommt ihr Sachen raus, die ich selbst gar nicht weiß. Genau, ich denke mal, das ist es eigentlich so für die Einführung erstmal gewesen. Mein Licht ist einfach ausgegangen. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen Unterschied sieht oder nicht. Also nicht das Licht, sondern das Licht da vorne, was mich ein bisschen anstrahlen soll. Aber ja, ich würde sagen, damit starten wir in dieses neue Format. Ich habe noch keinen wirklichen Namen dafür. Ich habe eine Idee, weil dann macht alles ein bisschen mehr Sinn. Dann werde ich mal gucken, ob das so klappt. Ich habe mir auch überlegt, dadurch, dass Volleyball und Beachvolleyball ist einfach so meine Passion. Ich glaube einfach, viele Menschen mögen Beachvolleyball. Ich meine, man ist im Urlaub, man spielt mal Beachvolleyball. Und ja, ich denke mal, ich überlege mir einfach so einmal im Monat so ein Beachvolleyball-Volleyball-Video zu machen, noch zusätzlich. Aber ich sollte mir auch nicht zu viel vornehmen, weil wir haben die letzten anderthalb Jahre ja gesehen, wie gut das funktioniert hat. Aber diesmal habe ich wirklich mehr Zeit und auch viel mehr Lust und viel mehr Energie. Von daher, ja, schauen wir mal, was wird. Aber vielleicht interessiert es euch ja, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Willkommensteil und sehen uns dann beim nächsten Mal bei der ersten Folge.